Wenn die Kurse auf Talfahrt gehen, geben auch die Kurse von Qualitätsaktien nach. Und genau das ist der Zeitpunkt, an dem sich bei den Aktionären die Spreu vom Weizen trennt. Die einen wollten mit Aktien das schnelle Geld verdienen, bekommen es nun mit der Angst zu tun und schmeißen die Papiere auf den Markt. Und die anderen investieren langfristig in Qualitätsunternehmen und nutzen das Sonderangebot für einen günstigen Kauf. In diesem Video stelle ich dir zwei Qualitätsaktien vor, die in den letzten Wochen und Monaten, wie so viele andere Aktien auch, unter die Räder gekommen sind, aber weiterhin durch langfristiges Gewinnwachstum überzeugen. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Ja, hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Ich gebe keine Kaufempfehlungen ab. Ja, bin aber dabei, hier mit bestem Wissen und Gewissen Qualitätsaktien zu analysieren. Fangen wir also mal an. Die erste Aktie wäre Automatic Data Processing und beide Aktien, die ich jetzt durchleuchten werde, haben letzten Mittwoch ihre Zahlen veröffentlicht und sind daraufhin abgestürzt. Und bei beiden Aktien ist das langfristige Gewinnwachstum meiner bescheidenen Meinung nach intakt. Automatic Data Processing, Personaldienstleister und IT-Softwareunternehmen bzw. Dienstleister, das heißt, die entwickeln die Software für den Einsatz im Personalwesen selbst und bieten sie den Unternehmen an, die diese entweder selbst einsetzen oder die eingesetzt wird für die Unternehmen, weil Automatic Data Processing komplett die Abwicklung des Personalmanagements, Personalwesens übernimmt. Das heißt, dann wurde das Personalwesen outgesourced. Inhaltlich geht es da um Karriereplanung, Abwesenheitszeiten, Personaleinsatzplanung. Aber das Wichtigste ist sicherlich die Gehaltsabrechnung. Da kommen wir auch noch gleich drauf, was das bedeutet. Automatic Data Processing ist nämlich ein Profiteur der steigenden Zinsen, was man im Aktienkurs nicht unbedingt ansehen mag, den Zahlen aber sehr wohl. Wir haben hier die beiden Segmente von Automatic Data Processing. Employer Services ist das hier in grün, das ist der größte Bereich mit Margen von 33% im letzten Geschäftsjahr. Und hier geht es darum, dass in den Unternehmen die Software von Automatic Data Processing eingesetzt wird. Und dann gibt es noch das in blau Professional Employer Organization Services, PIO abgekürzt. Und hier ist das komplette Outsourcing an Automatic Data Processing. Da sind die Margen ungefähr nur halb so hoch. Im Qualitätscheck sehen wir anhand des bereinigten Gewinns, dass wir hier einen nicht nur sehr schönen Dividendenzahler haben, sondern auch die langfristigen Gewinne wunderbar steigen. Das ändert sich auch nicht, wenn wir die bilanzierten Gewinne hier einblenden. Wir haben hier auch einen Dividendenzahler und zwar sogar einen Dividendenaristokrat hier. Seit 48 Jahren erhöhen sie die Dividende Jahr für Jahr. Momentane Dividendenrendite bei 2,3%. Noch vor kurzem war die Dividendenrendite so niedrig, dass es gerade mal für 1,5% gereicht hat. Teilweise, wenn man sie am Höchstpunkt des Kurses eingekauft hat. Und jetzt, wie gesagt, 2,3%. Im Vergleich zum 5-Jahres-Schnitt liegt das schon deutlich drüber, denn der liegt bei knapp 2%. Das Gewinnwachstum langfristig ist dynamisch gewesen, um die 12%. Geschätzt wird es angeblich jetzt nur auf 3%, obwohl die Zahlen eigentlich gut sind. Die Aktie ist um 9% abgestürzt. Was war da los? Sie sind nicht schlecht, meiner Meinung nach. Hier sehen wir auch, was das Management für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert. Und wir haben hier ein Umsatzwachstum von ungefähr zwischen 6 und 7%. Das müsste sich auch mit dem decken, hoffentlich, was wir hier in der dynamischen Aktienbewertung haben. Und da stimmt es auch, sind hier 6,9% und auch die Jahre drauf so zwischen 6 und 7% Umsatzwachstum geplant. Also mittlerer bis hoher einstelliger Bereich. Und wir haben dann was ganz Spezielles. Also das sind die zwei Segmente. Und während bei dem einen Segment, es hat sich nirgends wahnsinnig viel getan bei den Vorhersagen zwischen dem für das Jahr 2024, vom letzten Quartal auf dieses Quartal. Die Margen sollen leicht steigen im größten Segment Employer Services und hier bei PIO Services, also dem Outsourcing, sollen sie leicht sinken. Ihr seht hier auch nochmal die operative Marge, wie man auch sie im Aktienfinder sieht, dass dieses Segment hier, das große Segment, sie wäre große Zahl, kleinere Zahl, halb so groß, doppelt so hoch ist wie hier ungefähr, aber beide profitabel.
Und jetzt haben wir hier noch was in Grau und das ist ganz interessant. Stichwort Profiteur der steigenden Zinsen. Nämlich, was passiert ist, Sie machen die Gehaltsabrechnung und zwar in beiden Segmenten für die Kunden. Und dafür müssen die Kunden Automatic Data Processing Geld überweisen und zwar bevor es abgebucht wird bzw. überwiesen wird an die Angestellten und Arbeiter der, quasi der Unternehmen. Und in der Zwischenzeit, wo das Geld dann auf den Konten liegt, wird es verzinst. Natürlich haben wir jetzt steigende Zinsen. Die waren vorher gar nicht so hoch. Das ist eine Aktienanalyse, die wir geschrieben haben im Mai diesen Jahres zu ADP. Ach, hier, fast hätte ich es vergessen. Die haben über 90% wiederkehrende Umsätze, Softwareunternehmen halt. Und es ist natürlich schon schön, weil das sind planbare Umsätze. Was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, ist die Grafik hier. Und da seht ihr von Quartal zu Quartal den durchschnittlichen Zinssatz, Guthabenzinssatz, den ADP für die Einlagen bekommen hat. Die Einlagen sind nicht gerade wenig. Es sind momentan um die 34 Milliarden US-Dollar, die dann auf den Konten liegen, auf den Gehaltskonten quasi von ADP, die an ADP an die Angestellten überweist. Und 34 Milliarden setzen wir das mal ins Verhältnis hier zur kompletten Bilanzsumme, machen wir das mal weg. Und dann sehen wir hier, dass die eine Bilanzsumme haben von ungefähr 46, 47, 48, 49, knapp 50 Milliarden. Und davon sind über 30 Milliarden, 34 Milliarden Kundeneinlagen, die verzinst werden. Und dieses Geld, das verzinst wird, ist wie hoch für das Geschäftsjahr 2024, soll es um die 1 Milliarde sein. Also 1 Milliarde an Zinserträgen. Und stellen wir das mal ins Verhältnis zu den Zinsen, die die selbst bezahlen müssen. Und das machen wir jetzt mal so. Und da sieht man, in den letzten 4 Quartalen haben die Zinsen bezahlt von knapp 300 Millionen und haben dann Zinserträge aber von über 3 Milliarden. Natürlich sind die Zinssätze niedriger für beim Haben als fürs Soll. Aber bei so einer riesigen Summe ist es egal, weil hier seht ihr die zu verzinsenden Schulden, 3,3 Milliarden. Und wenn wir das Kernvermögen hier reinknallen, und das besteht zum größten Teil aus den Kundeneinlagen, das sind jetzt hier 45 Milliarden, denkt euch ein bisschen was weg, dann ginge der Balken bis hier. Und das wird dann quasi verzinst fürs Plus und das kleine hier, das rote da, das wird verzinst fürs Minus. Und das ist schon ganz nett. Ein netter Nebeneffekt für Automatic Data Processing. Natürlich ist es ein zyklischer Wert irgendwo, das heißt, je mehr eingestellt wird, umso mehr verdienen die prinzipiell. Das macht es erstmal zyklisch, aber der Arbeitsmarkt, insbesondere auch in den USA, ist sehr robust. Wir haben nicht zu viele Arbeitskräfte, wir haben zu wenig qualifizierte, Klammer auf, Klammer zu, Arbeitskräfte, genauso wie auch in anderen Industrienationen wie beispielsweise Deutschland. Sind wir noch eine Industrienation? Ja, ich glaube schon. Trotz Robert Habeck. Wo gehen wir jetzt hin? Zur Aktienbewertung. So viel nehme ich jetzt erstmal so, wie das Geschäft läuft. Der Aktienkurs hat nachgegeben, könnt ihr hier nochmal sehen, das sind ungefähr 9%. Und wir nehmen für die Bewertung der Aktie den Bereich Gewinn. Jetzt sieht man nochmal, wie schön das alles verläuft. Auch von links unten nach rechts oben. Hier der Aktienkurs, langfristige Rendite über die letzten 20 Jahre von jährlich ungefähr 10,5%. Also schon ein Outperformer mit einem, wie man hier doch sieht, sehr zuverlässigen Geschäftsmodell. War auch noch Corona-Profiteur dazu. Weiß nicht mal, ob ich es schon erwähnt hatte. Und jetzt den fairen Wert eingeblendet und reingezoomt. Und dann seht ihr hier lange Phasen der Überbewertung, auch mal Phasen der Unterbewertung gehabt. Vor kurzem wieder nochmal die Aktie etwas überbewertet gewesen und jetzt korrigiert und in die Unterbewertung eingetreten. KGV momentan auf dem Bereich Gewinn, aber bilanzierter gibt sich da nichts. Von 25,5 im Schnitt waren es mit 27 bewertet. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen näher ranzoomen, mal gucken wollen, was die Renditeerwartung so sagt, dann wären das 15% knapp. Und wie kommen die 15% zustande, die ja über den 10,x% liegen, die wir vorher gekriegt haben? Ja, durch die rechnerische Unterbewertung hier. Das ist ein Rekursaufholungspotenzial sozusagen. Und ich würde es gar nicht nach unten korrigieren. Ich finde das gerechtfertigt tatsächlich für ein solides Geschäftsmodell mit dem entsprechenden Wachstum.
Umsatz soll ja zwischen so 6-7% wachsen im Jahr, der Gewinn um die 10% pro Jahr, was sicherlich durch steigende Margen hier kommen soll. Wir haben gesehen, die Marge soll hier etwas zurückgehen bei Pure Service, aber im großen Segment, das ja, sage ich mal, um die 2/3 des Umsatzes macht, sollen die Margen steigen und das soll dann zu weiter steigenden Margen führen. 66,8% vom Umsatz machen die genau. Schriebes Geschäftsjahr übrigens, im Juni haben die abgeschlossen. So, man kann jetzt natürlich immer trotzdem noch tiefer stapeln und da dienen dann die Hilfskurse hier und dann sagen, okay, die Aktie war vor kurzem 250 Dollar, hat sie gekostet. Der faire Wert wäre hier dann bei 300 Dollar für das Geschäftsjahr 2026 Ende. Aber gehen wir mal so um die 250 Dollar, das wäre hier, um etwas tief zu stapeln. Was für eine Renditeerwartung hätten wir dann? Und dann kämen wir auf 8,2%. Würden wir also sehr gut mit dem allgemeinen Markt schwimmen, mit dem Dividendenaristokrat und auch noch soliden Dividendenzahler dazu. So viel zu Automatic Data Processing. Man kann natürlich dann auch noch darauf spekulieren, kleiner Nachtrag, dass die Aktie im allgemeinen schlechten Markt noch ein bisschen weiter fällt. Und dann, momentan sind wir bei 215 Dollar, hier zum Beispiel bei 206 Dollar mal gucken, was dann für eine Rendite wäre. Und dann wäre die Rendite schon bei 10% und dann entsprechend hier bei so um die 206 Dollar könnte man dann hier Kauflimit setzen. Ich mache mal 205, damit es schön rund ist. Und dann hier US-Dollar. So, da hätte man hier ein Kauflimit gesetzt. Okay, das war Automatic Data Processing und jetzt kommt die nächste Aktie und die kennt bestimmt fast jeder. Das ist Philip Morris, der Primus der Tabakbranche, möchte ich es mal sagen. Auch die haben Zahlen veröffentlicht. Die Zahlen sind meiner Meinung nach gut, soweit gut ausgefallen, aber egal, der Aktienkurs hat nachgegeben, ist gefallen. Und das heißt, hier haben wir jetzt vielleicht auch eine interessante Einstiegsgelegenheit. Selbstverständlich Dividendenzahler. 5,8% die Dividendenrendite. Ist das viel? Ist das wenig? Wir sehen, es gab schon mal mehr, aber 5,8% sind deutlich mehr, als es vor kurzem gegeben hat. Da ist die Dividendenrendite bis auf knapp etwas über 4,5% gefallen. Und wir haben hier, wenn wir das vergleichen, auch mit dem 5-Jahres-Schnitt, liegen wir über dem 5-Jahres-Mittel. Das lag nämlich bei 5,5% und jetzt kriegen wir 0,3x% mehr als im 5-Jahres-Schnitt. Und dann haben wir ja hier auch noch steigende prognostizierte Dividenden. Und wir haben hier keinen Dividendenaristokraten, weil es Philip Morris International noch nicht so lange gibt, sondern erst seit 14 Jahren. Und das Gewinnwachstum, nein, das Dividendenwachstum, ja, es liegt bei um die 3% im Mittel. Also kein High-Grower, sondern ein Slow-Grower. Aber dafür Marktführer im Tabakbereich und die Zahlen waren nicht schlecht. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass, wenn wir in die Segmente gehen, nicht wunder, dass der Balken so hoch ist. Da haben sie nämlich hier die Tabaksteuer mit eingerechnet. Müssen wir mal hier machen, damit es nicht so verwirrend ist. So. Die klassischen Zigaretten werden immer noch geraucht und der Rückgang bei den klassischen Zigaretten, man sieht es eigentlich auch langfristig hier, der ist immer niedriger und hat jetzt auch wieder überrascht. Die Analysten schätzen mit einem Rückgang im Volumen von den klassischen Zigaretten von 3%. Tatsächlich lag der Rückgang bei unter 1%. Während bei den Next Generation Products, das ist dann das andere hier, dieses Risk-Reduced Products, heißen jetzt Smoke-Free Products plötzlich, während hier das Wachstum sich ein bisschen verlangsamt hat. Aber meiner Meinung nach ist das tatsächlich die Zukunft, nicht nur der Meinung nach von Philip Morris selbst und der gesamten Tabakindustrie, sondern diese Risk-Reduced Products oder Next Generation Products, das ist die Zukunft und das kommt soweit auch ganz gut an. Und insbesondere Philip Morris mit IQOS ist da tatsächlich der absolute Marktführer. Sie verkaufen bereits heute 3/4 der Produkte, in denen der Tabak nicht verbrannt, sondern erhitzt wird. Und 50% aller Next Generation Products, wo beispielsweise auch diese Tabakbeutel dabei sind. Philip Morris hat ja Swedish Match gekauft im letzten Jahr. Und auch das wächst ganz gut. Leicht enttäuscht haben die Umsätze bezüglich IQOS.
Da gab es Umsatzwachstum von um die 80%, erwartet wurden 20%, aber ja, mein Gott. Management hat dann auch gesagt, woran es lag, an Taiwan-Markteinführung, die sie verschoben hat, an Russland und der Ukraine beispielsweise auch noch. Aber alles keine Sachen, wo ich jetzt sagen würde, dass IQ Sales ein Problem hat in Zukunft. Im Gegenteil, ich sehe da großes Potenzial, auch in den USA. Denn die werden jetzt dann auch die Vertriebskanäle von Swedish Match in den USA benutzen und dann spätestens 2025, wenn die Food and Drug Administration ihr grünes Licht gibt, wovon ich aber ausgehe, das Vorprodukt von IQOS hat ja bereits grünes Licht bekommen, dann werden sie auch in den USA das verkaufen und ich denke, das schlägt ein, das wird gut ankommen. Also für Altria bin ich nicht ganz so optimistisch übrigens, aber gut, ist eine andere Geschichte. Genau, so viel dazu. Und ich denke, man muss hier jetzt nicht groß in den Qualitätscheck gehen. Wir können uns hier gleich auf die Bewertung stürzen und dann gucken, was für eine Renditeerwartung wir haben. Man sieht hier den langen Leidensweg des Tabaks. 87,50 kostet die Aktie momentan. Und das hat sie schon im Jahr, oh mein Gott, im Jahr 2012 gekostet, wenn ihr das hier seht. Also mit Kursgewinnen war da bislang nicht viel. Trotzdem die Rendite aufs Jahr, trotz des Seitwärtslaufs um die 4%. Ja klar, alles quasi, hier seht ihr sie auch, alles quasi Dividende. Aber während dieses Zeitraums, wie hat sich denn da der Gewinn entwickelt? Und ihr seht erstmal, der Gewinn ist kaum gestiegen. Er lag hier bei 4,88 und hier liegt er bei 6,4. Ist also nur leicht gestiegen. Aber bei der Umstellung, deshalb bin ich auch relativ optimistisch bei Philip Morris und habe die auch im Depot. Ich werde sie ja auch selbstverständlich behalten. Wir hatten eine Phase, wo es eine hohe Unsicherheit gegeben hat in der gesamten Tabakindustrie, wo man sich nicht sicher war, was kommt nach der Verbrennerzigarette, was kommt nach dem Verbrenner, so genau wie bei den Autos auch, was kommt nach dem Verbrenner, hat die gesamte Branche überhaupt noch eine Zukunftsperspektive oder ist die Cash-Cow quasi, ja, wird die irgendwann abmagern und dann geschlachtet. Und es hat sich bereits gezeigt, dass, meiner Meinung nach, dass die Tabakindustrie eine Perspektive hat mit diesen Next Generation Products. Und wie ich sagte, das hier ist der Marktführer und ich denke auch, wir können hier dann auch wieder beschleunigtes Wachstum sehen, insbesondere wenn wir dann auch in den USA wieder eintreten. Ich würde das mal hier nicht für bare Münze nehmen, das letzte Geschäftsjahr hier 2026 für das Schätzung vorlegen. Das ist noch ein Analyst da, aber bis hierhin, wo zwei Analysten da sind, das können wir mal nehmen. Und dann zoomen wir mal rein, beziehungsweise wir legen erstmal den Fernwert hier drüber und dann zoomen wir rein. Das machen wir jetzt mal weg. Und da sieht man, dass die Aktie mit einem 14,5-fachen KGV momentan erstmal unterbewertet ist, basierend auf der historischen Bewertung. Und wir haben hier prognostiziertes Gewinnwachstum, das es schon in sich hat. Hohe einstellige Bereich, 7%, 10%. Die 18%, wie ich sagte, lassen wir weg. Das ist nicht repräsentativ, das ist nur ein Analyst. Und man muss nicht mal sagen, dass es zu diesem beschleunigten Gewinnwachstum kommt. Man könnte auch einfach quasi niedrigeres Fair Value nehmen, wie 106 US-Dollar, wo die Aktie ja auch schon gewesen ist im letzten Jahr. Und dann mal schauen, ich zoome noch näher rein, was wir da für eine Renditeerwartung ungefähr hätten. Das wäre dann in etwa hier. Und dann hätte man eine Renditeerwartung von 25% aufs Jahr bis Ende 2024. Oder wenn man noch ein Jahr länger warten möchte, bis der Kurs erreicht wird, geht es natürlich nach unten. Dann wäre es von 15,3%. So, in Summe, langfristig hat man mit der Aktie wie viel gemacht? So, auch nochmal gucken. 7%, also ist im Prinzip so wie der Markt gelaufen, wobei natürlich der Großteil über Dividenden dann zustande kam. So, das war's. Beide Aktien meiner Meinung nach relativ interessant. Beide Aktien taugen durchaus für ein Kauflimit. Okay, ihr könnt mir ja mal sagen, welches euer Favorit ist von den beiden und ob ihr noch andere Aktien habt, die ihr quasi als krisenresistent seht in den aktuell noch schweren Börsenzeiten, könnt ihr mir in den Kommentar schreiben. Vielleicht greife ich dann die eine oder andere Inspiration auf für das nächste Video. Danke fürs Zuschauen und auf steigende Kurse und Dividenden und bis zum nächsten Video. Ciao!